Das ist immer so ein Abfuck mit dem Umdenken, das muss ich schon sagen. Ja, man muss halt eben so sein Köpfchen anstellen. Ja, du darfst halt nie vergessen, es gibt kein Oben und kein Unten. Das ist jedes Mal das, wo mich wieder verwirrt. Obwohl du in der Schwerelosigkeit ja wirklich keine Orientierung eigentlich in dem Sinne hast. Vorsicht, sonst fliegst du in diese professionelle Halterung, die du... Also professionell in diese improvisierte Halterung. Ja, das bin ich jetzt auch schon. Also wir bauen noch Flugreparaturdrohnen, auf jeden Fall. Aber das war gerade richtig coole Musik. Okay. Ja, da gab es eine Regelmäßigkeit. Okay. Genau, das ist Triebwerk. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Gegensteuern. Aber irgendwie schaut das ganze Schiff ein bisschen fleckig aus. Unten. Ich weiß nicht, kommt nur mir das so vor? Fleckig? Ja, das ganze Metall schaut so fleckig aus. Auf der Unterseite. Sieht das für dich auch so aus? Nee, finde ich nicht. Auf der anderen Seite ist es wieder normal, aber unten schaut es irgendwie fleckig aus. Also, finde ich nicht. Bei mir ist da alles im normalen Bereich. Okay. Ja, gut. Jetzt lenken wir mal weiter hoch und dann fangen wir mal wieder an, so ein bisschen das Schiff festzumachen. Ups. Jetzt fängt es schon wieder an zu speichern. Das nervt voll. Hätte nicht gedacht, dass Autosave mich je nerven könnte. Und dann lernte ich Space Engineer kennen. Schiff bewegt sich. Das kann sich gar nicht in die Richtung bewegen. Das ist das Schlimme. Ich muss da eine andere Lösung finden. Ich muss wieder das umdenken. Es ist kein oben und unten. Es ist kein oben und unten. Es gibt das nicht. Das ist jedes. Wow, wow, wow. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es geht relativ zügig. Ja, das stimmt. Es fehlen nur noch zwei Triebwerke und dann können wir auch schon anfangen, einen Reaktor zu bauen. Da-da-dam. Da-da-dam. Ich schweiße den lieben langen Tag. Oh ja, ich schweiße so gern. Schweiß ist meine Lieblingsarbeit. Da-da-dam. Wow. Alter. Ja, da erfährt man Sachen über jemanden hier. Mhm. Unglaublich. Ich sag nicht deswegen wo, sondern ich bin ein bisschen zu stark gegen das Geländer geflogen und habe jetzt nur 36 Health. Okay, es lädt sich langsam mal auf. Ja, ein bisschen lädt sich's ja, glaube ich. Ja, es lädt sich komplett auf, aber es dauert immer ein bisschen. Bis zum gewissen Grad geht's recht schnell sogar. Nee, Moment. So, dann heal ich mich. So. Alles ist anders hier. In der Welt von Space Engineers. Früher, wo alles noch so einfach war.
Mittlerweile ist nichts mehr einfach. Ups. Und jetzt. Ja. Ohne Trägheitsdämpfer ist das Ganze doch ein bisschen schwerer, wie ich dachte. Und weiter geht's. Und was denkst du über GTA 5 auf dem PC? Oder hast du schon zur Konsole? Nee, ich habe keine Konsole, also habe ich es auch nicht. Aber ich freue mich schon drauf, wenn es endlich draußen ist. Ganz ehrlich, ich habe so lange drauf gewartet. Ich bin mir ehrlich gesagt gespannt, wie die Umsetzung wird. Ja. Da bin ich echt gespannt drauf. Nachdem das die Macher von Max Payne sind, könnte die Umsetzung gut werden, muss aber nicht. Problem ist nämlich... Ja, wie soll ich sagen... Bei Max Payne hatte ich so einen gewissen Bug, der war ziemlich nervig. Und zwar war der so scheiße nervig. Ich weiß nicht, wie ich den gefixt habe. Aber er war sacknervig. Der kommt hoffentlich nicht mehr vor. Und zwar konntest du die Zwischensequenzen in Max Payne 3 pausieren. Mhm. Jetzt ist das Problem gewesen, dass bei mir immer Pause erkannt wurde und immer Pause gemacht wurde. Kannst dir vorstellen, wie nervig das ist, alle 2 Sekunden Escape zu drücken und die Cutscene zu einer Stop-Motion-Animation wird. Ja, kann ich mir echt vorstellen, das würde mir auch auf den Piss gehen, aber wenn es halt wirklich so ist, wie Rockstar Games behauptet, dass sie halt dann noch extra den letzten Feinschliff und so machen wollen und bla und alles, dann dürfte es diesen Bug nicht geben. Und falls doch, dann weiß man sofort, dass die einfach einen Scheiß gelabert haben und einfach überhaupt nichts davor überhaupt gemacht haben für das Ding. Ja, das wäre das Traurigste. Ups. Nee, weil ich bin ja jetzt echt, also... Ich bin echt gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir direkt holen werde zum Release. Also ich werde es mir direkt holen. Aber bei City Skylines habe ich jetzt auch nicht länger gewartet. Das habe ich ja jetzt auch geholt. Da habe ich mir ja auch gesagt, okay, jetzt scheiß drauf. Ich hatte die Auswahl zwischen The Crew und City Skylines. Weil The Crew ja gerade im Angebot ist. Irgendwie hat sich das Zeug zu sehr verteilt. So. Ja, also wir machen die Wand vollständiger. Man sieht schon, wir haben einiges gemacht. Also ist ja schon mal gar nicht von schlechten Eltern hier. Mhm. Wir müssen das Ding jetzt nur vollladen. Es ist das Nervige. Wenn es funktionieren würde, würde ich mich gar nicht beschweren. Aber es funktioniert nicht. Glaube ich. Ich meine, für mich kannst du ja gerne mal nachschauen, ob du was findest, warum es nicht funktioniert. Wenn du dir das Schiff anschaust und dann sagst, aha, ja, du bist zu dumm dafür, dann wäre ich dir auch schon sehr dankbar. Ja, kleinen Moment, lass mich nur noch die letzten Teile fürs Triebwerk dran montieren und dann kann ich ja nachschauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schiff platzieren für Anfänger. Viel Gas. Viel Gas. Ja. Ups. Okay, wir waren doch nicht ganz drunter. Es wird besser, es wird besser. Jetzt sind wir schon übers Ziel hinausgeschossen. Ach nee, funktioniert. Ah, so. Ist das nicht schön? Vielleicht kannst du mir ja sagen, was an diesem Schiff falsch ist. Ich weiß es nicht. Gleich, ich tue noch die übrig gebliebenen Triebwerkskomponenten weg. Ich warte hier mal auf dich. Also schön. Ich schau mal nach, weil ich glaube, es kann tatsächlich so sein. Warte. Ich mach gerade nämlich. Ja.
Also ich sehe hier dieses Schiff und denke mir gerade in diesem Moment des Lebens, hilf mir! So, wo bist denn du? Ja, ich komme. Ah, also. Ja. Du kannst ja auf der anderen Seite nochmal vergleichen. Da sind die nämlich genauso aufgebaut. Das sind diese kleinen Dinger. Also schon das, was da, was du hier ist, das ist ein Verbinder. Das heißt, wenn du einen anderen Verbinder an dem Ding hast, dann würde es verbinden. Aber in dem Fall, du bräuchtest, das ist kein Auswurf, sondern nur, wie gesagt, doch, nur ein Verbinder. Doch, der Auswurf hat funktioniert. Der kann Items rauswerfen. Das kann ich dir auch gerne demonstrieren, wenn du willst. Okay. Das Problem ist die Weiterleitung der Items innerhalb des anderen Schiffes. Also innerhalb welches Schiffes? Innerhalb des kleinen Schiffes. Also hier, wenn du jetzt schaust, Verbinder. Ich mach alles, ja nicht alles einsammeln, auswerfen. Da müsstest du jetzt sehen, dass da unten Items verschwinden. Wenn du siehst. Ich sehe gerade nichts. Da unten, da dieses Staub, da macht diese Flupp. Da tut sich gar nichts. Bei mir schon. Bei mir nicht. Schau mal in den Ding rein. Der Sammler nimmt nämlich alles auf. Auch wenn vielleicht jetzt nicht unbedingt das aufge... Ah, das hat jetzt super funktioniert. Der wirft die falschen Items raus. Ja, der haut den Kies aus und den sammelt dein mittlerer Frachtcontainer ein. Mein mittlerer Frachtcontainer sammelt doch da gar nichts. Doch, der sammelt das... Sammelt er das jetzt doch? Ja. Scheißteil. Ja, warte mal, rauswerfen, aus. In den Verbinder lege ich jetzt mal Stahlplatten. Na, nicht Sammler, sondern in den Verbinder. Ach, da liegen die alle drin. Ach, der hat das alles jetzt im Verbinder drin. Na gut, kann er ruhig weitermachen. So, dann setze ich schon mal den Reaktor, oder? Ja. Vielleicht könntest du mir noch helfen. Wir müssten bald wieder Rohstoffe sammeln gehen. Ja, gleich. Ich will nur noch einen kleinen Reaktor setzen, damit die Triebwerke Saft haben und wir endlich hier ungestört. Ja, du weißt ja. Bauen können, ohne dass sie Angst haben müssen, dass das Ding abhaut. Ja. Wir können es auch an der Station befestigen. Mhm. Ein Blockverbinder oder so. Kontrollfeld, Verbinder, alles auswerfen. Okay, mal schauen. Das dürfte ja jetzt alles ziemlich automatisch gehen. Im Weltall fliegt dafür nichts rum. Ja. Wusch. 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 Das ist lustig. So. Mein mittlerer Frachtcontainer sammelt es auf, weil im Sammler landet es. Das habe ich auch gesehen. Mhm. Aber im mittleren Frachtcontainer hatte ich nichts. So. Jetzt so. Schau mal nach. Ja, schön, es kommt. Tatsache. Jetzt liegt es im mittleren Frachtcontainer. Aber der Sammler sortiert es jetzt nicht weiter im mittleren Frachtcontainer. Warum? Aus welchem Grund tut er das? Keine Ahnung. Jetzt geht's wieder nämlich nicht. Wieso, was willst du denn noch weiter machen denn? Also, dass das Zeug im mittleren Frachtcontainer zuverlässig ankommt. Ach so. Aber es kommt jetzt gerade wieder nicht im mittleren Frachtcontainer an. Kannst du bitte nochmal reinschauen, damit es wieder im mittleren Frachtcontainer ankommt? Uno Momento? Ich weiß nicht, also bei mir will das nicht. Da oben hast du auch so einen Trichter. Ich habe eine Toilette gefunden. Haha. Ah, ist das entspannt. So. Also schön, jetzt schaue ich mir das unten an nochmal. Macht das, bei mir geht es jetzt nämlich wieder nicht. Ja, warte. Alter, abbrechen, abbrechen, das Ding ist voll und es schmeißt jetzt ununterbrochen Zeug raus. Was hast du gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht, ich schaue nur da, was da los ist. Und dann stürzt das Schiff ab. Ja, das haut alles raus, tu mal abbrechen. Ja, jetzt chill mal dein Leben, ich kann nicht alles machen. So, erstmal alles. Nee, der haut jetzt die ganzen Teile raus. Nein, tut er nicht. Er sammelt sie auch wieder ein. Jetzt fliegen hier Stahlplatten überall rum. Ja. Hat aber auch einen Grund, warum die rumfliegen.